So ein Hundeleben ist gemütlich. Fressen, schlafen, zwischendurch Bäume anpinkeln und dann wieder fressen und schlafen. So mancher neidvoll zuschauende Mensch möchte gerne mal einen Tag als Hund verbringen oder als sonstiges Tier. Und genau das versprechen Tiersimulatoren. Man kann ein Reh sein, im Wald, unter blauem Himmel und auf grünen Wiesen. Ein kurzer Ausflug in die Natur für gestresste Großstadtmenschen. Oder auch inmitten von Blut, Zerstörung, Massaker. Hauptsächlich lässt man Autos explodieren, man springt auf Trampolinen herum. Was tut man noch? Man tötet Menschen. Das ist so das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch so im Grundinstinkt einer Ziege halt enthalten. Menschen töten. Also eine Ziege zu sein, ist natürlich das schönste Gefühl, das ich je gehabt habe. Gerade in Verbindung damit, dass diese Ziege eben omnipotent ist. Weil, ja, was will man mehr? Man wünscht sich natürlich, in seinen Fähigkeiten nicht beschränkt zu sein. Und das dann auch noch als Ziege ist eigentlich das Schönste, was ich mir jemals habe vorstellen können. In der Welt des Goat-Simulators ist das alles möglich. Mit so einem Tiersimulator kann sich jeder ein bisschen als Tier fühlen und in dieser Rolle machen, was er will. Auf der Wiese Gras fressen oder eben Häuser in die Luft sprengen. Nur ein paar Klicks und das Tier tanzt nach meiner Pfeife. Doch gerade diese Leichtigkeit, mit der das Tier in den Tiersimulatoren quasi gezähmt und dem Willen des Spielers unterworfen wird, sieht nicht jeder mit Begeisterung. Den Goat Simulator finde ich problematisch, weil das Tier tatsächlich als Objekt benutzt wird und wie eine Waffe. Und dadurch verstärken wir eigentlich eine Denkweise über Tiere, die nicht mehr up-to-date ist. Und das ist schade. Wir verschenken ganz tolle Chancen. Die verschenkte Chance? Simulatoren könnten eine Art empathische Brücke zwischen Mensch und Tier bilden. Eine virtuelle Annäherung ans Tierleben. Doch das schaffen weder die Heile-Welt-Simulatoren noch die Zerstörer-Ziegenspiele. Im Grunde genommen entsprechen die Tiere in den Spielen den menschlichen Befindlichkeiten und wiederholen Altbekanntes. Der Bär läuft auf zwei Beinen und die Perspektive, die dem Spieler geboten wird, ist die des Ego-Shooters. Das Rehkitz hat sogar ein menschliches Gesicht. Dabei ist die Vorstellung, sich in ein Tier zu verwandeln, nichts Neues. Im antiken Griechenland erzählte man sich vom Obergott Zeus, der gerne als Stier ausging. In Fabeln dienten Tiere als Platzhalter für das typisch Menschliche. Und Franz Kafka verwandelte den Handlungsreisenden Georg Samsa in ein riesiges Ungeziefer. Für den Sozialwissenschaftler Winfried Kaminski war es naheliegend, dass man irgendwann Tiere zu Avataren macht. Denn schließlich kann man so ein Tier prima aufladen mit Eigenschaften, die wir uns wünschen, vor denen wir vielleicht auch zurückschrecken. Dinge, die wir im Menschenleben nicht tun können oder zu tun wagen, können wir aber im Tiergewand wagen. Ich kann mich eben allmächtig fühlen, wenn ich stark wie der Adler bin oder fliegen kann wie ein Adler. Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit empfinden. Ich glaube, das ist das, was da so hineinspielt. Noch finden Tiersimulationen in Nischen der Games-Welt statt. Ein digitales Randphänomen für Fell- und Pfotenliebhaber. Doch das könnte sich bald ändern. Denn derzeit befindet sich ein Simulator in Entwicklung, mit dem man in die Haut des einzig wirklich wahren Internettiers schlüpfen kann. Der Katze.